Ja, morgen. Also wir haben ja unser Cadillac hier, ATSV, ne? Da sind wir jetzt so ein bisschen schon gefahren und so. Und ich bin in jetzt ungefähr eine Woche, habe ich den jetzt gehabt, oder? Ja, eine Woche. Und jetzt wollte ich euch mal so mitteilen, was so ein Cadillac kann und was nicht. Ich meine, ich habe ja schon mal darüber philosophiert, auf dem Weg zum Hockenheimring. Aber jetzt haben wir unsere Race Logic. Haben wir nämlich jetzt hier dran. Damit wir mal so ein paar Werte kriegen. Und so Fahreindrücke. Sound fehlt ihnen. Aber das können wir ja machen. Das fällt mir jedes Mal auf, wenn ich einsteige. Denke ich mir, warum haben die denn keinen Auspuff verbaut? Also haben natürlich, aber keine. Also, sie haben auch eine Klappenabgasanlage. Die äußeren haben keine Klappe, die inneren Rohre ja von den Vieren. Wir haben über den Innenraum schon geredet, ne? Haben wir. So, wir haben ja ein Cadillac, ein ATSV. Und den wollen wir jetzt mal fahren. Beziehungsweise, dass ihr mal mitkriegt, wie so ein Ding überhaupt fährt. Magnesium-Schaltwippen. Geil, wa? Geil. Finde ich echt cool. Da kann man hier im Display, das ist das Coole an der Perspektive, die wir gerade haben, weil dann könnt ihr nämlich quasi so POV-mäßig hier das nämlich sehen. Jetzt zum Thema Verbrauch. Verbrauch, habe ich mir auch gedacht, oh ja, ja, das haut dir richtig einen weg. Du kannst das Ding auf 9 Liter fahren. Ich meine, jetzt fahren wir gerade so Durchschnitt 11 Liter. Dann hast du ein Head-Up-Display. Beim Head-Up-Display, siehst du das? So, hier sieht man den. Da sieht man den. Da sieht man den, ja. Da ist er nämlich mit Drehzahl und Geschwindigkeit. Und jetzt kann man den auch noch mal ändern. Also man kann noch mal Geschwindigkeit machen mit Geschwindigkeitsempfehlung bzw. Geschwindigkeitsangabe. Dann hat man noch die Musikwahl, kann man mit reinnehmen, und Navi. Aber ich nehme ja die Drehzahl, das ist mir sehr wichtig. Und dann gibt es ja noch, das hat man, glaube ich, gerade gesehen, dann hat man oben links in der Ecke so ein Auto, das ist jetzt grün, weil der Abstand ist noch okay. Und wenn ich jetzt näher fahre, wird das gelb oder orange. Und wenn ich dann zu nah bin, dann wird es rot. Fahrspielanlage funktioniert auch ganz gut. Was nicht so gut funktioniert, oder was ich jetzt nicht, also gewöhnungsbedürftig finde, ist halt eben Lautstärkenregelung und Klimaanlagenregelung, weil das alles mit Touch ist quasi. Ich bin so ein Grobmotoriker. Ich würde eigentlich gerne mal was klicken hören oder was klicken, ja. Merken. Irgendwie so ein Knopf Widerstand, merken. Ja genau. So, oder ein Rädchen, ne? Ja. Ich finde das mal voll. Wahrscheinlich ist es einfach nur Gewohnheitssache, aber dieses ganze Touch, ich bin halt wirklich gesagt so, ja, ich touch drauf rum und fummel drauf rum und ist wahrscheinlich ein Anwenderfehler. Aber ich fahre heute das erste Mal mit. Echt? Heute mit Chris gemacht. Fährst du das erste Mal heute mit? Ja. Ach was. Sehen Sie das? Ach, du warst ja im Urlaub, du faule Hupe. Ey. Ja. Du fährst das erste Mal mit dem Cadillac? Ja. Krass, ich habe den Gefühl schon Monate irgendwie gefühlt. Ich bin echt viel damit gefahren. Ach guck mal, jetzt kann ich das Ganze nochmal erzählen. Also ich habe es vielleicht zweimal gedreht, ich weiß nicht. Aber erst war ich sehr skeptisch und habe gedacht, ai. Bin aber die C7 damals gefahren beim Karl. Kleines Intermezzo. Damals wollte ich eine Corvette kaufen, als ich den 907 Turbo gemacht habe. Der Karl hat es vergeigt. Ja, der Geiger hat es vergeigt. Und deswegen habe ich keine Corvette gekauft. Aber da war ich schon positiv überrascht über die Corvette, über die Verarbeitung, über ja, die Zutaten der Corvette. War ich sehr überrascht, positiv überrascht. Und jetzt war halt eben mal Ambach, hey, ich brauche was, eine Alternative zu einem C63 vielleicht, zu einer Giulia vielleicht. Jetzt kam halt der ATSV auf den Schirm, weil er ist preis-leistungsmäßig, ist der ganz weit vorne. Und dann war ich halt sehr überrascht, beziehungsweise gespannt, wie die Verarbeitung ist. Die Verarbeitung, die Zutaten, wie es von der Haptik, wie sieht es überhaupt von den Fahrleistungen aus. Und alles in allem bin ich positiv überrascht. Mehr positiv als negativ. Weil man ist ja so ein bisschen, ach, so ein Ami, weißt du, man, was können die denn? Mittlerweile können sie. Allein wenn du hier den Mix siehst mit
mit Mikrofaser und Leder. Also dieser ganze Mix, der sieht schon gar nicht verkehrt aus. Dann hast du hier Carbon. Wirklich viel Carbon. Du hast, das ist das ist ganz, ganz eigenartig, mit so einem Silberstreifen drin. Ich meine, du hast aber auch am Frontsplitter hast du auch Carbon. Vorne am Dom hast du auch Carbon. Also das gehen wir uns, aber das gehen wir gleich nochmal. Multi-Entertainment-System. Ja. Das ist ein Bose-System. Aber es ist irgendwie ganz cool, ne? Ja. Head-Up-Display. Kannst natürlich auch verschiedene Modis einstellen, was angezeigt wird. Aber ich meine, wenn sie was können, dann können sie ein Head-Up hier, ne? Das können die Amis. Mit Drehzahl. Hier mit so einem Drehzahlband. Mit so einem, wie so einem Digital Golf 2 Digi-Fitz. Das finde ich so ein bisschen. Das ist ja ein 3.6er V6 Biturbo. Und der hört sich, also vom Sounddesign her, hört er sich untenrum echt Ami-mäßig an. Jetzt, ich meine, da hast du auch keine Prestige-Wirkung, ne? Mit so einem Cadillac irgendwie. Da lässt sich keiner rein. Wenn du mit so einem Porsche hier bist, ne? Oder fetten C63, dann machen sie schon Platz. Und du hast hier auch so drei Fenster, also unten im Tacho hast du so drei Infofenster. Das kannst du ganz individuell gestalten. Okay, das heißt, du kannst nämlich jetzt zum Beispiel ganz, ganz links habe ich die Geschwindigkeit. Und habe das jetzt klein, also nicht angewählt, deswegen wird es kleiner. Dann hast du in der Mitte habe ich jetzt Radio angewählt, also Infotainment. Du kannst halt, wie gesagt, alles irgendwie hier anwählen. Durchschnittsverbrauch, Reichweite, Trip, Kilometerzähler. Also jeden Scheiß kannst du hier anwählen. Du kannst auch überall nur Geschwindigkeit anwählen. Hast du dreifache Geschwindigkeit. Es gibt ein Tour-Mode, es gibt ein Sport-Mode, es gibt ein Strecken-Mode, es gibt Schnee- und Eis-Mode. Wir machen jetzt mal die Messung in Sport, so im mittleren Mode. Jawohl, Tour-Modus, jetzt machen wir 100-200 im Tour-Modus. Raketenstart. Und es geht bergab. Ein bisschen. Ja, aber ging auch bergauf. Ging mit der Kuppe. Ja. Also auch bergauf. Es ging so leicht ange und dann so. Also von daher wäre es fair. So, jetzt machen wir mal Sport. 100. Das gibt's doch nicht. Machen wir mal Track hier. Strecke. Wird sich auch nichts ändern von der Kennlinie. Ich glaube einfach, dass der Unterschied Tour, Sport ist einfach Kennlinie. Die Lenkung wird härter. Fahrwerk wird härter. Und Klappe geht auf. Ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Best auf 3 quasi. Das ist, was haben wir gehabt? 10,6, 10,4, 10,6 und 10,7. Und einmal hatten wir sogar 10,2 hatten wir am Anfang, ja, wo wir getestet haben. Ja. Aber Mittelwert? Ja, 10,5. 10,5. Ja, ist einfach so. Und jetzt können wir mal hier auf Sport nochmal gehen. Jetzt können wir mal manual, können wir mal manuell versuchen. Nein.
9,9? 9,9. Boah, Alter, die sollten mich einstellen als Getriebe. Sollten mich als Getriebe einstellen und jeden ATSV einpacken. Hast du gesehen? Sag noch einmal, ich hab's verhauen. Ja. Es kann nichts, also ne, es geht nichts über einen guten Piloten. So, ich würde sagen, Test 0-100 ist angesagt. Gerne. Und? 4-8. Ein bisschen Schlupfwert. Ne? Ja. So, und jetzt haben wir genug gesuppelt von innen. Jetzt müssen wir von außen gucken. So, vorne, hinten, Seite. Auspuff kann man auch reingucken, oder? Eigentlich ja, ne? Und der soll einfach hier stehen. Das kannst du erstmal die Front angucken, ne? Ich meine, bei der Front, da siehst du schon mal diesen Carbon-Splitter, den ich gesagt habe. Hier vorne, ne? Dann im Dom auch die Carbon-Rippen. Halt echt Carbon, ne? Halt sehr sympathisch. Aber er sieht schon martialisch aus von vorne. Guck's mal an. Ja, das schafft hier. Aber so cool, wie er vorne aussieht, gehen wir direkt zum gewöhnungsbedürftigen Part. Ha. Also, hinten, da streiten die Geister, ne? Dann die vier Abgasanlagen, also die Endrohre, ja, zeigt schon ein bisschen, ich habe Power. Und hier die Flügel hält man aus Carbon, den gibt es auch in Carbon, das ist ganz cool. Aber an sich so das Heck, das polarisiert, ne? Das mit dem Diffuser aus Carbon schon wieder geil. Oh, passt schon mal was rein. Ich muss halt nicht so viel transportieren, von daher sind wir wurp. Obwohl, manchmal muss es schon, manchmal munter gute Sachen, also Equipment für, ne, für euch und so. So, das ist der Formbereich. Geht, wa? Hier auch, das ist ganz cool mit dem perforierten Alcantara, ne? Ich bin gerade so ein bisschen... Du hast Hunger, ne? Komm, wir haben kurz vor Mittagspause. Da liegt es. Ne? Ah, Motor müssen wir angucken. Ist das nicht schön? Ah, Bremse, die Bremse ist geil. Zweiteilige Scheibe. 6-Kolben-Bremse und hinten 4-Kolben. Das ist schon auf jeden Fall fett. Ja, Plastikwüste, aber ich meine, das ist bei allen so. Hier hast du halt überall, hier hast du halt den V6, die sind natürlich schon. Dann hast du da hinter den Burschen, warte, die Burschen. Hier müsste er sein. Da unten ist er. Ne, da ist der Cut, dann ist er, hier ist er. Irgendwo da ist einfach ein Tor. Ja, links, rechts, noch einer. Links, rechts. Ja. Da haben wir zwei Türbeläuter. Ist natürlich schon, also für so ein Ami dann V6 und so was alles, damit haben sie natürlich auch zu kämpfen, weil jeder verbindet ja so ein Ami, so einen Sportwagen mit V8. Haben natürlich ein schweres Los. Willst du machen? Ich meine, aber es ist Downsizing, das kennen wir ja überall her. Ich finde das Coupé sogar noch einen Ticken geiler. Wobei ich ja nicht immer auf Coupé stehe. Ich meine, und die, wo bist du denn? Ah, da. Die 18 Zoller sind natürlich super klein. Ne? Ich meine, das Rathaus würde auch 19 Zoll zulassen. Und da würde auch schon wieder so ein bisschen mächtiger aussehen. Aber das finde ich gut vom Cadillac, weil das können wir ja da machen. Ne? Ich meine, man ist ja auch verwöhnt. Ne? Ich hatte ja vor, boah, das ist glaube ich schon anderthalb Jahre her, oder ein Jahr her, ne? Den C63. Und da ist man natürlich ein bisschen verwöhnt. Aber ich finde das ja geil, dass man so auch mal so Underdogs auf dem Schirm hat. Das ist ja nicht der Letzte und der Einzige. Mal schauen, was noch kommt. Nach der Pause.